Hallo und herzlich willkommen vom Norisring. Das fünfte Rennen der DTM-Saison 2012 haben wir gerade gesehen. Es wird hier auch gerne mal das deutsche Monaco genannt. Und ich bin jetzt hier mit Manuel Reuter, unserem Experten. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Manuel, das Rennen war ganz schön verrückt. Deine erste Einschätzung? Ja, das war im Grunde so, wie man es die letzten Jahre hier am Norisring hatte. Es ging wahnsinnig turbulent los. Dann auch die Schlussphase war auch wirklich ein Thriller und es war unmöglich, wirklich bis auf der Ziellinie vorherzusagen, wer es das Rennen gewinnen wird. Ja, und an dieser Stelle würde ich auch gerade mal sagen, weil sich ja wirklich in den letzten Minuten dann noch so viel verändert hat, schauen wir uns das Rennergebnis jetzt doch mal an. Ja, wir sehen jetzt, Jamie Green hat hier seinen vierten Sieg nach Hause gefahren, war von ihm gerade in der Schlussphase sensationell, aber man muss auch sagen, BMW hat mit Tomczyk und mit Spengler sich eindrucksvoll dieses Jahr zurückgemeldet. Ist ja für BMW auch ein Heimrennen und ich glaube auch gerade für Tomczyk, der jetzt zum zweiten Mal in Folge auf dem Podest steht, mit seinem neuen Team Reinhold, geht es ja auch kräftig vorwärts. Ja, unglaublich wirklich. Und wie das alles dazu gekommen ist, hat natürlich viel mit dem Start zu tun. Das war ein mega Chaos, wenn ich es mal salopp so nennen kann. Erzähl uns noch mal ein bisschen dazu, was da überhaupt passiert ist, weil letztendlich hat in der ersten Kurve dieses Chaos ja auch dazu geführt, dass Matthias Ekström als erster ausgeschieden ist. Das ist richtig. Man muss dazu sagen, die Rennleitung hat schon mal einen guten Job gemacht, dass er den Fahrern noch mal zwei Runden gegeben hat, sich an die Bedingungen zu gewöhnen. Und hier sehen wir es schon in der Zeitlupe, ist im Grunde ein Ziehharmonika. Effekt. Fahrfuß schiebt dann Ekström an, der dann Green und Green dann letztendlich Paffert, der ganz vorne ist. Dann kriegt dann also Paffert und auch speziell Ekström nochmal zwei richtige vorne und hinten rein. Das heißt dann für Ecki das Aus, der natürlich stockensauer war und dann auch seinen ersten Frust direkt mal bei unserem Mikrofon dann losgelassen hat. Und apropos Sauer und Frust, an dieser Stelle hören wir uns einfach mal an, was Matthias Ekström tatsächlich gesagt hat. Der Fahrfuß hat gedacht, der will neben der Strecke alle überholen und hat mir einen Hinten gegeben. Ich hatte Green eingegeben und der Green hat den Gary gedreht. Sieht man schon, dass es Amateure ist, wo er auch im Profisport unterwegs ist, wo denkt man gewinnt das Rennen in der ersten Kurve. Ich meine, dass es nass war, das hat ja jeder gesehen, aber wir haben ja alle auch innen gefahren, aber er wollte halt innerhalb von der weißen Linie und sich vorbeidrücken, aber dieselbe Regeln gibt es für alle. Manche kommen damit klar und andere nicht. Es tut nur ein bisschen weh, aber er kommt auch neue Rennen. Tja, Ecki schiebt so ein bisschen auf Fahrfuß, aber mal ganz ehrlich, wenn man ganz genau hinguckt, war ja eigentlich ein anderer, der es ausgelöst hat, nämlich Ralf Schumacher. Das ist richtig, aber zu dem Zeitpunkt wusste natürlich der Ecki nicht, dass der Fahrfuß auch einer von hinten bekommen hat. Ecki war natürlich die Speerspitze von Audi und der war natürlich wahnsinnig frustriert, man sieht es ja eher. Er kommt auch gut weg, probiert es erst innen, jetzt außen neben Green und dann schiebt sich da unten dann natürlich alles zusammen. Gerade auch bei den Bedingungen ist es extrem rutschig da unten, die Reifen sind nicht auf Temperatur. Und man sieht dann auch im Grunde, der Auslöser, würde ich sagen, aus dieser Perspektive ist dann Schumacher, der dann alle anderen vor sich anschiebt, letztendlich dann Paffert umdreht, der dann die Strecke blockiert und dann das Riesenchaos auslöst. Der Profiteur davon war dann natürlich Schumacher, der dann mal vorne war vor Martin Tomczyk und Bruno Spengler auf den zwei BMW. Klar, und er hat auch eine ganze Zeit natürlich dann auch geführt, der Ralf Schumacher, aber dann hat er die Führung dann ja verloren. Technischer Defekt oder was war da los? Technische Probleme zumindest. Elektronikdefekt, hat er dann auch bei uns gesagt, ist wohl Wasser in die Elektronik bekommen, in die Elektrik. Er musste das Auto 3-4 Mal außen anmachen, resetten und dann hat es natürlich keinen Sinn mehr gemacht. Also es wäre wirklich hier eine große Chance gewesen für Schumacher. Er war dran am ersten Sieg. Ob er es geschafft hätte, ist was anderes, aber er hat bis dahin eine super Performance gezeigt. Es wäre auf jeden Fall ein schönes Geburtstagsgeschenk für ihn gewesen. Er hatte ja gestern Geburtstag. Und wie Ralf die ganze Situation gesehen hat, hören wir auch mal kurz rein. Ralf, was ist letztendlich der Ausschlag gewesen, dass es so viele Neustarts gab im eigenen Auto? Wir wissen es auch nicht. Ich nehme an, irgendwas mit der Elektrik. Beim Regen kann das mal passieren. Ist natürlich heute extrem schade, aber ich glaube, heute hätte es sehr, sehr gut werden können ohne diese Probleme. Weil im Regen lief es gut bei uns. Natürlich, wenn dann so ein Hund reinkommt, dann ist es sehr, sehr schwer. Aber wenn er einfach dann aus dem Ganzen ausgerissen wird, dann verliere ich jede Runde 2-3 Sekunden, dann macht es keinen Sinn mehr.
Sie waren der Gewinner in der ersten Kurve. Beschreiben Sie es nochmal aus Ihrer Sicht. Gab es da sogar einen Kontakt leicht mit dem Vordermann? Ja, bei mir war ein bisschen Kontakt, ich hatte ein bisschen Kontakt. Ich glaube, da waren alle, es war sehr rutschig, sowas passiert im Regen. Dankeschön. Tja, und einer, der natürlich von dem Ausfall von Ralf Schumacher wirklich profitiert hat und der natürlich auch ein sensationelles Rennen gefahren hat, ist Martin Tomczyk. Schön, dass du da bist. Hallo. Allerdings hat es am Ende ja nur, ich sag mal, nur für den zweiten Platz gereicht. Wie fühlst du dich darüber und gib mal eine Einschätzung ab? Ja, generell kann man natürlich in der DTM nur zweiter Platz nicht unbedingt davon sprechen. Ich muss sagen, generell für BMW ist natürlich toll, 2 und 3 auf dem Podest zu stehen hier, nach langen Jahren wieder zurück an Nürburgring zu kommen. Für mich persönlich, ganz klar, als Rennfahrer möchtest du natürlich immer gewinnen, vor allem unter solchen Bedingungen, wenn du 75 Runden lang das Rennen anführst und dann in der letzten Kurve, in der letzten Runde die Führung verlierst, ist natürlich schon ganz schön bitter, aber das ist die DTM und ich muss sagen, der Jamie hat einfach in dem Moment einfach das schnellere Auto gehabt und konnte sich neben mich ransetzen. War ein hartes Manöver, war aber ein faires Manöver. Es war halt einfach bloß 200 Meter zu früh. Genau, schauen wir uns an dieser Stelle jetzt gleich auch nochmal an, würde ich sagen. Da kommt im Grunde Green aus dem Nichts, ne? Und da habe ich auch gleich im Grunde zwei Fragen an den Martin. Ob ihm denn überhaupt bewusst war, dass zu diesem Zeitpunkt das die letzte Kurve, die letzte Runde war? Denn kurz vorher hat man ja, es waren glaube ich noch 11 Runden zu fahren, auf Zeit umgestellt. Und dann, ob auch in dieser Phase, wo es trocken war, euer Auto vielleicht nicht ganz so gut, was hat den Anschein gehabt? Im Regen wart ihr richtig stark und bei trockenen Bedingungen habt ihr euch etwas schwerer getan. Ja, also ich wusste nicht, dass es die letzte Runde war. Also es, auf meiner Pit-Tafel habe ich noch 11 Runden gesehen. Dann über den Funk habe ich zweimal, einmal 5 Runden, einmal 3 Runden mit gesagt bekommen. Und definitiv war es für mich überraschend, dass es dann abgebrochen wird. Jetzt kann man natürlich viel hin und her diskutieren. Wenn ich gewusst hätte, dass es die letzte Kurve gewesen wäre, dann wäre ich natürlich ein bisschen anders in die Kurve rein, hätte vielleicht weniger Schwung auf die Gerade mitgenommen, wäre dafür spitzer rein und hätte ihn da schon mal die Möglichkeit genommen, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, ich wusste zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt nicht und ich war auch, sage ich mal, extrem überrascht, dass er so viel später hat bremsen können. Aber ich glaube einfach, das liegt auch an der Strategie, was Mercedes gefahren ist. Jamie war später beim zweiten Boxenstopp, hat wahrscheinlich die besseren Regenreifen dann noch gehabt, die vielleicht ein bisschen mehr Grip gehabt hatten als unsere, weil wir doch recht lang unterwegs waren unter trockenen Bedingungen oder auf trockenen Bedingungen. Und da hat er uns einfach auf der Bremse und gerade beim Rausbeschleunigung einfach viel Zeit genommen. Klare Antwort von Martin, aber ich glaube, auch fürs Team Reinhold, großer Erfolg für euch. Ihr wart ja noch nie am Norrisring in dieser Kombination. Letztes Jahr schon im Regen stark, also ich glaube, die zweite Saisonhälfte fängt es richtig gut an für euch. Ja, eigentlich muss ich ja wirklich zufrieden sein, weil Tomczyk am Norrisring Platz 2, das ist ja schon eine Sensation, ist ja mehr wert wie ein Sieg fast, aber trotz alledem, ja. Und der Aufwärtstrend ist da, wir machen immer weniger Fehler, wir sind motiviert, die Boxenstopps waren toll, die Strategie war gut, so kann es weitergehen und so freue ich mich auf die zweite Saisonhälfte. Vielen Dank, Martin Tomczyk. Und an dieser Stelle hören wir auch mal an, was dein Teamchef Jens Marquardt zu sagen hat. Ja, Jens Marquardt, Ihre beiden Top-Piloten werden sicherlich unwahrscheinlich frustriert sein. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sind Sie fassungslos? Na gut, es ist ein Wechselbad der Gefühle. Wir wussten, dass es bis zum Ende richtig knapp wird und dass der Jamie das jetzt noch geschafft hat, ist natürlich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, wir haben 4 Autos in den Top 10, 2 und 3 und bei den Bedingungen, das war sauschwer, aber trotzdem sind wir natürlich zufrieden mit dem Ergebnis und auch, dass so viele Leute hier ausgehalten haben in den Bedingungen, glaube ich, dass wir schon sehr zufrieden sein können, wie wir hier weggekommen sind und ein 1-2 wäre natürlich super gewesen, aber so ist das Rennen halt. Danke sehr. Ich höre gar nichts mehr, ne? So ist das Rennen halt, sagt Jens Marquardt von BMW. Und jetzt haben wir jemand hier von Mercedes-Benz, nämlich Gary Paffett, der wirklich ein phänomenales Rennen natürlich hier am Nürburgring geleistet hat. Gary Paffett, what an amazing race. I mean, it was a tough race, wasn't it? It was. I mean, when you start from pole and you know, in such difficult conditions as we had today, you expect a little bit of calm and a little bit of you know, respect into turn one, not to do anything stupid. And a lot of people behind me did things quite stupid, and I got taken out. I mean,
was totally unacceptable, and you know, it destroyed my race. I mean, with the speed we had, we would have won the race. And okay, we had a great drive back to finish fourth, but we should have won, and it's very disappointing. Natürlich ist er sehr, sehr enttäuscht, dachte er natürlich, weil der Start ihm das quasi vermasselt hat, sein Rennen. Aber was ich mit phänomenal meinte natürlich ist, unglaublich von wirklich vom Anfang an, du warst ganz vorne und dann zurück zu, ich glaube, P19. Und dann hat er sich zurückgekämpft auf den vierten Platz, das ist schon phänomenal, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, von 19 auf 4 zu fahren, war sensationell. Er hatte auch dann die Info bekommen von seiner Crew, von Gerhard Unger, ruhig zu bleiben. Es ist noch ein langes Rennen, 80 Runden. Und da auch direkt mal die Frage an Gary. What were your thoughts when you get hit first corner from Jamie? So, at this moment? Obviously, to start with, my first thoughts that it was Jamie that had hit me. And I mean, yeah. Okay, he was the one that had made contact with me. But, you know, he certainly got a push from our friend Matthias behind. And that's what caused the accident. I mean, from people that are that experienced, you expect them to be a little bit calm in the first corner of a race. And Matthias ended up ending his own race in lap one. So, you know, he didn't gain anything out of it. And I lost a lot out of it as well. So it was very disappointing. I mean, yeah, to start with, I was thinking that it was Jamie, but after that, I had a bit of a charge through the field, really. Exactly. Ja, wenn wir das mal so nennen wollen, das ist Best of Gary, what we're seeing here at the moment. Da sehen wir wirklich, wie Gary richtig gut aufgeholt hat. Er hat es ja selbst gesagt, er hat die Chance wirklich gehabt, das Rennen zu gewinnen. Er war vorn, auch im Grunde nach der ersten Ecke, aber das ist auch ein bisschen Norrisring-typisch, dieser Ziehharmonika-Effekt in der ersten Ecke. Ich muss sagen, für uns macht das Ganze ein bisschen spannender, dass der Gary heute nicht gewonnen hat, nur auf 4 reingefahren ist. Und er war im Moment der dominierende Mann der ersten Saisonhälfte. Er ist auch hier noch relativ entspannt und für uns macht es natürlich spannender, was die zweite Saisonhälfte angeht. Aber erstmal kann er ja wirklich auch entspannt sein, weil er ist ja Tabellenführender immer noch. I mean, at the moment, Gary, even if this race certainly is not how you hoped it would end, you definitely are still the leader of the championship. So anything is possible from here still. Absolutely. I mean, we can't complain about the start of the year we've had. With 5 races, we've had 4 podiums, and fourth place today has been our worst finish. So it's been an incredible start to the year, and the team have just done an incredible job. The car again today was fantastic in the race, the whole race. And you know, it's another race we could have won. I think we've been in contention to win, you know, all 5 races so far. So the team have done a great job, consistently a great job over the first 5 races, and hopefully we can continue that. But it's just frustrating to think that, okay, it's a 26-point gap, but it could be a 50-point gap, you know, with the getting the results that we perhaps should have got. Okay, some of the others, I mean, the races we didn't win, Lausitzring, Spielberg, we were close and we were in contention, but we probably should have, we deserved to finish second and third in them races. But today we deserve to win this race, and it's really hard to take the ones that got away, really. Ja, Gary sagt natürlich, er hat natürlich 26 Punkte Vorsprung und er ist dankbar, wie die erste Saisonhälfte wirklich gelaufen ist, aber natürlich hätte er gerne dieses Rennen natürlich gewonnen. Und an dieser Stelle, Manuel, schauen wir einfach nochmal auf den Gesamtstand. Hier sehen wir jetzt auch direkt nochmal die Einblendung, also Gary ist ganz klar vorn, vor dem zweiten Mercedes-Piloten, vor Green, und dann kommen schon die 2 BMW mit Spengler und mit Tomczyk. Und dann erst der beste Audi mit Matthias Ekström, der ja heute auch einen Nuller wieder eingefahren hat. Und deswegen war Ecki natürlich, glaube ich, auch so sauer, weil er wusste, er hat heute definitiv mal den Anschluss verpasst. Und er braucht dann schon eine verdammt starke zweite Saisonhälfte, um da vielleicht das Blatt nochmal drehen zu können. Ja, yeah, so thank you very much, Gary Paffett. Vielen Dank an Gary. Und jetzt hören wir mal an, was Jamie Green zu sagen hat zum Rennen. Ja, und er hat heute schon so etwas Ähnliches wie seinen persönlichen Olympiasieg errungen. Herzlichen Glückwunsch, Jamie Green. Erklären Sie uns, wie haben Sie das geschafft? In den letzten, ich glaube, 12 Runden haben Sie 8 Sekunden aufgeholt und 2 Überholmanöver geschafft. Ja, ich denke, mein Reifen hat sehr gut Grip in die letzten 10 Runden oder 15 Runden. Und ja, mein Pace war ganz stark und ich mache 2 Überholmanöver in die letzte Kurve. Und ja, das Sieg war für mich und ja, ich bin sehr, sehr stolz auf diesen Sieg. Der Norrisring liegt Ihnen immer, aber kommt jetzt auch der Angriff in der Gesamtwertung auf Gary Paffett? Ja, in die ersten Runden, ich habe einen Hit von der Hinter und ja, das war gar nichts für mich.
das war schade für Gary, aber das war nicht mein Fehler. Und ja, ganz schade für Mercedes und für Gary, aber ich habe das Rennen gewonnen und das ist 10 Mal die letzten 10 Jahre für Mercedes und das ist unglaublich schön. Tja, Jamie Green natürlich wirklich der Mann hier vom Norrisring. Ein phänomenales Rennen, was er da gemacht hat, das er so aufgeholt hat. Unglaublich, oder Manuel, was er da geleistet hat? Ja, gerade das letzte Viertel war unglaublich stark von ihm. Er ist also reihenweise Sekunde schneller gefahren als die zwei da vorne und hat sich sehr clever eingeteilt. Und vor allen Dingen auch die zwei Überholmanöver gegen Spengler und dann auch in der letzten Runde, in der letzten Ecke gegen Tomczyk waren kompromisslos. Der Martin Tomczyk hat es auch gesagt, er war unwahrscheinlich stark auf der Bremse. Man sieht es hier nochmal, da macht er ja 20, 25 Meter gut und fährt ja, wie gesagt, kompromisslos rein. Tomczyk merkt es dann halt auch relativ spät erst. Man muss dazu sagen, auch bei den Bedingungen sind dann die Spiegel auch komplett verdreckt. Man sieht gar nichts mehr. Sitzposition in den Autos ist sehr tief. Dann war es natürlich für Martin in dem Moment auch ein Überraschungsangriff. Aber muss man sagen, Chapeau. Green hat es wirklich verdient, hier Mr. Norrisring zu sein. Und die Frage, vielleicht kauft er sich hier mal ein Häuschen, weil das ist schon sensationell, was er hier die letzten Jahre gezeigt hat. Absolut. Und sag mal, man muss ja ganz klar sagen, hier in dem Dreikampf der absolute Verlierer jetzt in der ersten Saison ist natürlich Audi. Für Audi läuft es gar nicht rund. Na, überhaupt nicht, denn gerade nach dem Sieg im letzten Rennen am Red Bull Ring hat man gedacht, es ist auch der Knoten geplatzt bei Audi. Sie waren gut dabei und hier auch mit Ecki, der ja im Training sehr stark war, gestern in der Qualifikation im Qualifying-Segment 4 auf Position 4 gefahren ist, hatte viel vor. Ecki ist ja auch jemand, der diese Bedingungen liebt, aber auch nach dem Crash in der ersten Ecke war er weg und ist sehr frustrierend. Man muss aber auch sagen, der Audi hat im Moment nicht die Konstant und die Performance der anderen. Das Fenster, in dem das Auto arbeitet, ist sehr schmal. Wenn man es trifft, geht der Audi, aber hier muss man sagen, war für mich der Audi nie in einem Fenster, wo er wirklich konkurrenzfähig war. Die Leistung, die wir gestern gesehen haben von Audi, war für mich mehr der Fahrer, war Ekström. Und wenn man sich die anderen anschaut, Mortara ist gerade so immer in das nächste Segment gerutscht, ist dann Zehnter gewesen. Ein Timo Scheider, ein zweimaliger Champion auf Position 21, das spricht, glaube ich, eine deutlichere Sprache, wo Audi im Moment von der Performance her liegt. Ja, und jetzt hören wir doch mal rein, was Dr. Wolfgang Ulrich dazu sagt. Ja, es war das Ergebnis fraglos sehr enttäuschend, aber ich würde nicht sagen, dass man das als eine Ohrfeige bezeichnen kann, weil das kann im Motorsport ganz einfach passieren. Und ich glaube nicht, dass wir uns genieren müssen für das, was wir hier abgeliefert haben. Das ist ganz sicherlich nicht der Fall. Wie ich schon gesagt habe, die Performance im Rennen von den Autos, die gefahren sind, die hat ja auch gestimmt. Und ich bin davon überzeugt, dass diejenigen, die aus dem Rennen waren, nicht gerade unsere langsamsten gewesen wären. Also da wäre sicherlich etwas gegangen, aber wäre ist im Motorsport völlig sinnlos. Und daher kann man nur nach vorne schauen. Ich bin davon überzeugt, dass die Arbeit, die unsere Jungs in den letzten Wochen gemacht haben, um die Performance zu verbessern, das erste Mal eben wirklich gefruchtet hat in Österreich. Und wir hätten hier sicherlich viel besser abschneiden können. Können hilft nichts. In Österreich sagt man so schön, wenn die Tante Räder hätte, wäre sie ein Autobus. Das ist es aber nicht. Und darum schaue ich jetzt mal nach vorne. Nürburgring, aha, dort sollte die Arbeit unserer Jungs belohnt werden und darauf arbeiten wir hin. Ja, ich finde es sehr schön, dass Dr. Wolfgang Ulrich offensichtlich seinen Humor nicht verloren hat, aber er sagt auch ganz klar, nach vorne schauen. Was kann denn da von Audi jetzt kommen in der zweiten Saisonhälfte? Ich muss auch sagen, er hat das Ergebnis etwas schön geredet. Er sagt natürlich, die Rundenzeiten waren ansprechend, aber es ist ja hier nicht getan mit einer schnellen Runde. Man muss hier konstant 80 Runden lang in diesen Bedingungen schnell fahren können. Das heißt, ich brauche als Rennfahrer dieses Vertrauen ins Auto, immer spät bremsen zu können und muss die Reaktionen des Autos vorhersehen. Und das ist im Moment nicht gegeben bei dem neuen Audi. Daran müssen sie arbeiten, dass ihre Fahrer wieder das Vertrauen kriegen, dass sie pushen können, auch auf unterschiedlichen Bedingungen. Hier haben wir gesehen, am Anfang nass, dann wurde es trocken, dann wird es wieder nass, dann trocken. Das ist wichtig. Und da haben sie etwas Nachholbedarf und wie gesagt, ihr Fahrerkader ist hochkarätig. Und wenn die Jungs alle hinten fahren, dann spricht das, glaube ich, doch eine klare Sprache. Aber einer ist zumindest auf Platz 6 gelandet und das ist Mike Rockenfeller, der ordentlich gepusht hat. Aber wie gesagt, nur Platz 6. Mal schauen, was er sagt. Mike, sehr aufregendes Rennen, glaube ich. Von der ersten Sekunde an, wie haben Sie es erlebt?
Ja klar, es war natürlich sehr viel Tumult in der ersten Kurve. Ich bin innen dann drüber, weil überall Stau war im Prinzip. Bin dann aber auf meinen Pitspeed-Knopf gekommen, weil ich so überlenken musste. Und bin dann erstmal ein paar Meter im Pitspeed gefahren, bis ich den Knopf wieder gedrückt hatte. Haben mich dann wieder ein paar Autos überholt, das war sehr ärgerlich. Ansonsten, ja, durchgekommen würde ich sagen. Im zweiten Stint habe ich viel Probleme gehabt mit den Reifen. Irgendwie war da was nicht in Ordnung, habe ich viel Zeit verloren. Am Ende war das Auto wieder sehr gut und ich konnte noch mal ein bisschen nach vorne. Trotzdem bester Audi. Also ich meine, mit der Platzierung bester Audi zu werden, da kann man mit der Gesamtperformance im Moment nicht so ganz zufrieden sein, glaube ich, oder? Außer jetzt mal von Ihnen. Ja, sicher. Auch ich nicht. Ich würde jetzt gerne am Podium stehen und mit Champagner spritzen. Aber man muss das so das Beste aus der Situation machen. Und ich denke, das haben wir heute hingekriegt. Aber sicherlich war es kein normales Rennen mit den Bedingungen, mit den ganzen Sachen. Ich muss ja auch erstmal im Fernsehen mir anschauen. Und kein guter Tag für uns als Team. Was heißt das für die nächsten Rennen? Wo muss gearbeitet werden? Wo ist Bedarf? Gut, die nächsten Rennen sind natürlich wieder andere Strecken, aber wir werden die Pause wieder nutzen und versuchen immer noch näher ranzukommen. Aber die anderen schlafen eben auch nicht. Dankeschön. Ja, die anderen schlafen auch nicht. Aber zusammenfassend, Manuel, war es schon ein verdammt spannendes Rennen. Ja, war ein super Wochenende. Gestern die Qualifikation bei wirklich tropischen Temperaturen, heute das Gegenteil wieder. Regen, deutlich kälter, wahnsinnig spannendes Rennen, entschieden in der letzten Ecke. Also ich glaube, die DTM kann im Moment nicht besser sein. Ganz toller Sport, verschiedene Sieger, alles ist möglich. Und das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir ein bisschen mehr Audi vorne sehen. Wie gesagt, die Pause kommt mit Sicherheit, ist gut für Audi. Auch die nächste Strecke im Kalender ist erstmal München. Da geht es dann richtig zur Sache und dann als nächstes wieder Nürburgring, wo es um Punkte geht. Also ich glaube, das schaut gut aus, aber die Jungs aus Ingolstadt müssen noch ein bisschen arbeiten. Absolut, aber die neue DTM-Ära hat jetzt auf jeden Fall in sich und das geht klasse weiter, so viel dazu. Vielen herzlichen Dank, Manuel Reuter, du hast es ja schon gesagt, in 2 Wochen ist natürlich das Show-Event in München und dann sehen wir uns nach der Olympiapause am Nürburgring wieder. Da wird es richtig spannend natürlich und ja, wir sehen uns dann wieder und jetzt kommen erstmal die Highlights. Machen Sie es gut, tschüss.